Hä? Die war doch gerade. Was? Die Wett kann zaubern. Die war gerade noch hinter mir und jetzt kommt ihr immer unten in den Fahrstuhl reingerannt. Ich muss sowieso in die Waffenfabrik, von daher lohnt sich die Mission sogar nebenbei noch. Wo muss ich hin? Dahin. Boing, boing, boing. Warte mal, ich bin da unten. Ich bin da unten. Bei der Waffenfabrik gibt's kein Taxi. Doch, muss es doch aber. Hä? Ach nö, ich will da jetzt nicht bis dahin fahren. Das ist langweilig. Wollen wir mal gucken, wo ist der Gleiter? Da. Zeige alle autorisierten Ziele an. Gibt's wirklich. Och nee, ich muss wirklich bis dahin gleiten. Leck mir die Füße, ey. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Ach, legen Sie wohl. Zur Waffenfabrik, joa. Einmal quer durchs Kriegsgebiet. Hab ja sonst nichts zu tun. Was? Hat Event gestartet? 100 Euro Steam-Gift-Gutschein. Ist mir egal. Aber Bro, hast du bei Steam dein Profil schon mal ein bisschen farbenfroher gestaltet? Nö. Du kannst da jetzt pro Kauf von einem Spiel kriegst du eine gewisse Punkteanzahl. Und für jeder freigespielte Errungenschaft glaube auch. Ich kann mich aber auch täuschen. Und wenn du mal mein Steam-Profil anguckst, mein Avatarbild hat einen blauen Rahmen und das Hintergrundbild bei Steam ist bei mir jetzt Star Wars, The Old Republic. Und dann kannst du auch Chat-Emojis freischalten und. Das ist richtig gut. Ich hatte noch irgendwas mit 14.000 Punkten. Bei? Ja, bei diesem Steam-Punkte-Ding. Also, da habe ich echt keine Ahnung, wie viel ich habe. Musst du definitiv mal nachlunzen. Hier Großmarschall Cicchetta. An das gesamte Personal. Das war mal ein ordentlicher Kampf gestern Abend. 1-10 in der Unterzahl. Und trotzdem haben wir die Imperialen zurückgeschlagen. Der Sieg naht, Leute. Macht so weiter, dann können wir alle bald nach Hause gehen. Bin ich jetzt hier eigentlich richtig?
Abschalten Druiden, interne Sensoren bei Morsche Waffenfabrik. Ja, genau das, das und dann dorthin. Genau. Du Arschloch, das würde ich kaputt machen. Welches Level bist du? Ich fordere dich zum Duell. Jetzt ist die alte weg. Level 28. Ach, hier ist doch kein Gegner für mich. Cool. Ach, dieses Premium-Mitglied. Taucht das auch mal wieder auf hier, was die Alte geschrottet hat? Das ist ja riesig hier. Irgendwas sagt mir, dass wir hier so schnell nicht wieder rauskommen. Ah. Ist es denn wieder da? Nee, schön. Ich muss davon 4 Stück kaputt machen. Ich habe gerade mal 1 kaputt gemacht. Läuft. Ich krieg diese scheiß Soldaten nicht down, ey. Bist du immer noch bei der Jedi-Aufgabe? Ja, die ist verdammt nochmal 21. Ich hab den Jedi besiegt, ich hab den Padawan besiegt, aber ich krieg diese bescheuerte andere Idiotin nicht weg. Wie gesagt, warte ab, wenn das bei mir hier fertig ist, dann können wir das zusammen. Ja, aber das. Klar können wir es dann, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Muss man ja auch alleine hinkriegen können. Müsste man, nur ob man es auch allein hinbekommt, ist die Antwort. Dann kämpfen wir mal eine Runde. Der war aber Zeiten down. Großmarschall Chiquetta, ich habe Gerüchte gehört. Die Leute sagen, dass die Republik Balmora verlassen hat. Nun, ich bin zwar nicht mehr in der republikanischen Armee, aber ich bin trotzdem noch Patriot. Also sagt das ja nicht in meiner Anwesenheit. Der Vertrag hat uns vielleicht keine große Wahl gelassen, aber das Volk der Republik steht noch immer hinter euch. Noch 2 Kackdruiden. Den Jedi. Easy peasy besiegt. Meine Güte, ey. Wie sieht die Corinne aus?
Leck mich doch. Kriegst du schon hin? Und wenn nicht, dann warten. Ja, generell, du kriegst ja auch eine andere Mission nicht hin, oder? Ja, gut, aber die Mission habe ich abgebrochen, weil das nur eine Nebenmission ist. Ja, ich mache ja auch nur eine Nebenmission. Aber ich meine einfach nur, dann ist es logisch, dass ich auch eine nicht hin will. Dann ist die so. Nee, dort in die. Aufgelassen. Dort in der Mission, die sind alle auf Max Level halt. Ihr gebt alles auf, um ihn zurückzuholen. Ja, hier bei mir aber auch. So sieht das aus. Ich müsste vielleicht mal die Wette auf Schaden oder Tank einstellen, aber. Nee, benutze die Barrikadensteuerung, was? Oh, komm, ey. Kann ich hier gleiten? Nee, jetzt habe ich mir ein Heilpad gegeben, ich Idiot. Oh Mann. Was bist du? Holostatue von Dr. Rukububububububub. Gesundheit. Darth Lacris, könnt ihr mich hören? Ich fahre jetzt die Barrikaden der Balmoranischen Waffenfabrik herunter. Ich höre euch sehr gut. Wir scannen jetzt das Innere. Moment! Jemand muss diese Störung unterbinden. Entschuldigt die Unterbrechung. Ich bin Großmarschall Chiquetta, ehemals von der Republikanischen Armee. Ich bin ein Schüler von Darth Baras und hier die Stimme des Imperiums. Das Schusstier der neuen Gouverneurin. Ich bin nicht so dumm, wie ihr annehmt. Als mir klar wurde, dass ihr unsere Verteidigung ausschalten wollt, habe ich ein paar Freunde geschickt. Hier Jedi-Ritter Ralon Nys. Hier der Tempest-Trupp. Frische Freiwillige, die eine Auszeit genommen haben, um sich dem balmoranischen Widerstand anzuschließen. Nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Ihr habt diese Leute in den Tod geschickt. Das will ich nicht hoffen. Los, los! Ich kämpfe schon wieder gegen die Jedi. Oh, ich hab's geschafft. So, der Jedi ist tot. Und ich bin wieder gestummt. Könnt ihr mich hören? Der Kanal ist noch offen. Hat Chiquetta einen Jedi geschickt? Zusammen mit einem Team der Sondereinheiten. Er meinte, sie gehören nicht zur Republik. Das sieht ihm ähnlich. Meine Leute führen einen vollständigen Scan der Fabrik durch. Jetzt, wo die Verteidigung deaktiviert ist. Ich halte euch auf dem Laufenden. Mein Sith Lord, wir empfangen ungewöhnliche Signale aus dem Innern der Anlage. Es scheint eine Hyperraumboje zu sein. Das kann doch nicht möglich sein. Sie müssen Jahrzehnte dafür gebraucht haben. Unterschätzt ihre Techniker oder Ressourcen nicht. Was kann sie? Theoretisch können Raumschiffe der Boje folgen und innerhalb des Systems fast direkt über der Oberfläche aus dem Hyperraum kommen. Die Republik fliegt Verstärkung direkt zur Balmoranischen Waffenfabrik und umgeht unsere Verteidigung. Ihr wisst, wo ihr suchen müsst. Scannt nach feindlichen Transportern, die sich der Fabrik nähern. Empfange Signale. Da draußen sind Dutzende von Schiffen. Nach der Silhouette zu urteilen, republikanische Sondereinheiten. Triumph-Klasse. Genau wie im Krieg. Mehrere Angriffteams, strategische Ziele, ein Jedi pro Trupp. So haben sie ganze Planeten eingenommen. Sie wissen, dass wir sie orten. Sie beeilen sich jetzt mit den Landevorbereitungen. Wenn sie unterwegs zur Fabrik sind, können wir sie vom Boden aus aufhalten.
Einverstanden. Schaltet die Landeplattformen und Lenksysteme aus. Ich schicke Angriffsstaffeln, die diese Schiffe vom Himmel holen werden. Wenn ihr mich jetzt enttäuscht, gehen wir mit Balmorra unter. So, ich bin durch diese Mission komplett fertig hier auf Balmorra. Ich denke, du hast noch Hauptquest. Ne, die hab ich... Oder? Warte mal. Oh, jetzt bin ich angegriffen. Warte, ich schau gleich nach. Also vorhin hast du halt noch gemeint, du hast Hauptquest offen. Nee, ich hab gefragt, ob du welche offen hast. Ich hab Hauptquest... Ja, der Kontakt, aber das ist Reise nach Mashadar. Da musst du ja offscreen gezockt haben, weil wo wir damals aufgehört haben, warst du noch nicht so weit. Ich hab nicht offscreen gezockt. Fehlen mir vielleicht einfach nur ein paar Nebenquests, die du entdeckt hattest? Keine Ahnung. Ich hab jetzt auf jeden Fall zwei Hauptquests. Machen muss. Ja, die eine Hauptquest habe ich gleich am Anfang fertig gemacht und dann kam merkwürdigerweise noch eine zweite, bei dem ich irgendwie den Widerstand zurückschlagen musste, bei dem ich auch später einen General und einen Jedi killen musste. Der Jedi ist schon lange tot, das war drei Hiebe. Ja. Lächerlich. Der hat sogar war schneller tot als der General. Oder was das da war. Der greift mich jetzt schon wieder an. Ich schaffe es nicht an diesen lächerlichen Dörfern vorbei. Was? An Dörfern? Ja, hier sind manchmal so kleine Bauern. Die heißen Unterstützer des Widerstandes. Die sind mit einem lieben Boot, aber ich schaffe nicht an dem vorbeizufahren, ohne dass ich mich anlasse. Ist ganz komisch. Muss ich überhaupt hin? Da runter. Ich renne in die falsche Richtung. Läuft bei mir. Ey, was hat mir das jetzt gebracht, das Raumschiff zu zerstören? Du hast da einen Troller geholfen. Ja, aber irgendwie ist bei mir hier gerade nichts verschwunden. Boah, ich bin ernsthaft zu fett für den Spalt. Was soll bei dir denn verschwinden? Na, hier rechts in der Ecke die Questdinger. Ach so. Oder ich bin einfach nur blind. Oder die Quest hat einfach nur mehr als einen Teil. Oh, Alter, hier oben ist das nächste, was ich sehe. Gehen wir mal hin und lunzen, ob dann was verschwindet. Hau ab, Soldat. Geh zurück. Oh, wow.
Arschloch! So, okay, anklicken. Wegrennen, als ob ich eingeschissen hätte. Ach doch, das ist verschwunden. Da ist was verschwunden. Angriffsstaffeln eingesetzt. Wir haben 6 republikanische Transporter besiegt. Ich rufe zusätzliche Bodenluftbewaffnung. So, wo mache ich denn das Raumschiff kaputt? Hä? Oh nö, das ist da hinten! Waschoch! Jetzt muss ich bis dahinter pümmeln. Ups, da bin ich falsch. Wo war denn nochmal diese Ausbilder? So putzig aus, wenn der irgendwas gezündet hat und dann wegrennt. So. Obwohl eingeschissen und niedlich ist für mich nicht gerade auf einmal. Ja, so stocksteif halt. Und sie können nicht fliehen. Aber ein Transporter ist auf dem Tisch. Ich entsende Bodentruppen. Ihr fangt dieses Schiff beim oberen Landeplatz der Fabrik ab. Niemand wird diesen Angriff überleben. So, das hier noch. Finde das angedockte Schiff. Witzig. Oh Gott, wie lang? 7 Minuten noch. Wie lange war es? 7 Minuten? Das ist 7 Minuten noch die Aufnahme. Warum? Muss der jemand scheißen? Nee, aber übelst pinkeln. Die 3 Kaffee drücken, wie Sau. Ich muss jetzt irgendein angedocktes Schiff finden und... Finde Commander Rylon und da. Gut, dann machen wir erstmal Finde Commander Rylon. Das ist nämlich irgendeine Story Quest. Das ist hier so schön grün. Yay! Schön, dass ein Darko nicht auf sein Schiff kann. Was? Die Fabrik wird angegriffen. Das Hauptquartier wurde gestürmt. Die Verluste sind gravierend. Ruhig bleiben, Captain. Was wissen wir über den Feind? Das Ziel schlägt sich eine blutige Schneise in diese Richtung. Unbestätigten Berichten zufolge handelt es sich um einen Sith. Seht das als Bestätigung an. Commander, Kontakt bestätigt. Der Feind ist ein Sith. Ich wiederhole, der Feind ist... Das kann ich sehen, Captain. Seid still.
Sith, ich weiß, warum ihr hier seid. Ihr solltet wissen, dass dies die besten Truppen sind, die ich in meiner gesamten Karriere befehligt habe. Es wird mich stolz machen, sie abzuschlachten. Captain Allergan, greift an und halte die Stellung. Ich komme mit Verstärkung. Jetzt findet ihr heraus, woraus wir gemacht sind. Ich komme nicht auf mein Schiff. Vielleicht will dein Schiff nicht, dass du jetzt schon wegfliegst. Ihr seid aus Knochen, die brechen, und Blut, das vergossen wird. Ihr macht mir keine Angst. Wir haben solche wie euch schon früher getötet. Weil mit dem nächsten Planeten warten wir ja wieder. Ihr habt solche wie mich noch nie getroffen. Ihr werdet gleich eines Besseren belehrt. Das ist sowieso was Witziges Männer, zu deinem Angriff. Angefallen. Ja, beim Vanilla-Projekt gemeint, dass wir damit auch erstmal warten, bis wir den Enderdrachen machen. Wir sagen, wir fallen in jedem Projekt, wo du das gesagt hast, dass wir nie dazu kommen, den Enderdrachen zu machen, weil wir irgendwann keinen Bock haben. Oh. Außer beim Skyprojekt, da ist ja der Enderdrache nicht mal der letzte Gegner. Das Skyprojekt ist der letzte Gegner der Chaos Dragon, ne? Hm. Ja, aber auch in Zeftech haben wir es nicht mehr. Naja, Zeftech. Das war mir dann irgendwann zu blöde, die ganzen ungeschriebenen Mods. Ich bin kurz gestummt. Der Commander hätte längst hier sein sollen. Euer Commander hat euch dem Tod überlassen. Nein, er ist in Sicherheit. Das ist alles, was zählt. Bitte, das reicht. Commander, nein! Rennt! Rettet euch selbst! Erlöst ihn von seinen Qualen, Sith. Ich denke, es wäre angebrachter, wenn ihr den Abzug betätigt. Commander, was? Was soll das bedeuten? Lebt wohl, Captain. Nein, das kann ich nicht. Es ist bedauerlich, dass Sie auf der falschen Seite waren. Sie waren herausragende Soldaten und gute Männer. Sie sind krepiert wie Hunde. Es war schwer, sie zu hintergehen. Man kann nicht mit einem Mann zusammen bluten, ohne sich verbunden zu fühlen. Und doch ist ihre Niederlage zum Wohle des Imperiums. Was heute geschehen ist, war unvermeidlich. Ich wusste, dass Lord Barras mich irgendwann eliminieren müsste, aber... ich bin stolz darauf, all die Zeit gedient zu haben. Noch einen letzten Wunsch. Wenn ich darf. Es gibt da noch eine Sache. Mein Sohn. Er war das Einzige auf der Welt, das wirklich zu mir gehörte. Und ob aus Liebe oder Schwäche, ich habe ihm meine Geheimnisse verraten. Ich weiß, dass ihr meine Spuren beseitigen musstet, aber bitte sagt mir, hatte er ein gutes Ende? Er hat gewimmert wie ein elender Feigling. Ich verstehe. Ihr habt meinen Geist gebrochen. Jetzt ist der Tod dieses Körpers nur noch Formsache. Wenn man meine Leiche findet, muss es Spuren eines Kampfes geben. Es muss überzeugend aussehen, Sith. Ich werde mich also nicht zurückhalten. Ich werde kämpfen, als wärt ihr mein ärgster Feind. Ich wollte es nicht anders haben. Dann greift zur Waffe. Sag Lord Barras, dass es mir eine große Ehre war, ihm zu dienen. Ich habe noch eine Quest gefunden.
Und ich das bedeutet, muss, ich habe noch hier zu tun. Und ich muss mich wieder stummen. Ich glaube, es gibt Schwierigkeiten. Ich habe eure gesamte Unterhaltung mit Commander Rylon mit angehört. Ich höre aufmerksam zu. Ich sagte euch doch, dass ich die Jedi-Ermittlerin beobachte und dass sie sich in der Waffenfabrik rumgetrieben hat. Offensichtlich hat sie Rylons Quartiere verwanzt und eure Unterhaltung belauscht. Ich habe gehört, was sie gehört hat. Die Ermittlerin weiß alles. Wo hält sie sich gegenwärtig auf? Sie war auf dem Weg zu ihrem Schiff, aber meine Männer haben ihr den Weg zum republikanischen Hangar abgeschnitten. Ich blockiere systematisch ihre Übertragungs- und Fluchtwege, damit diesem Abschaum nur ein Ziel bleibt. Der Raumhafen in Sobrik. Wie kann sie erwarten, in einem imperialen Raumhafen zu überleben? Meine Männer haben berichtet, dass sie ein Lichtschwert hat. Die Ermittlerin ist selbst ein Jedi-Ritter. Wenn ihr sie nicht aufhaltet, ist sie mehr als in der Lage, sich einen Weg durch den Raumhafen zu bahnen und ein Schiff zu befehligen. Ich kann die Jedi-Ermittlerin lange genug aufhalten, bis ihr angreift. Ich rate jedoch zur Vorsicht, wenn ihr das tut. Jedi zu töten ist für mich nichts Neues. Dann ist meine Sorge unbegründet. Ich entschuldige mich. Ich werde meine restlichen Männer versammeln und euch am Raumhafen treffen. Wir werden diesen Jedi vernichten. Ja. Den nächsten Jedi, den ich töten darf. Jetzt muss ich mich stumm. Jupp. Tut mir gar nicht leid. So, aber wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge.